Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Und ich habe mir gerade mal gedacht, ich suche mir mal kurz eine leere Kiste. Die ist recht leer. Da schmeiße ich das Zeug einfach mal kurz rein. Und dann, danke. Dann flitzen wir nochmal eben zum Airdrop. Holen das Zeug da raus. Und da ich nicht weiß, wie viel Platz ich da für einen Airdrop oder beim Airdrop brauche, machen wir das mal eben so. Ist auf jeden Fall noch ein Zombie hier. Da unten rennt er wahrscheinlich. Ich glaube, dass der das ist, der hier den Krach macht. Und der Airdrop ist da hinten. Okay. Komm. Den nehmen wir nochmal schnell nochmal mit hier. 550 Erfahrungspunkte. Und den Airdrop holen wir uns noch. Das will ich jetzt wissen. Noch so, ich habe ja keine Ausdauer mehr, wenn ich da geschlagen habe. Wie nur. Ich sag nichts. Ja, auf jeden Fall, dann entdecken wir auch noch ein bisschen das neue Gebiet da hinten. Bin ich mal gespannt. Gut. Oh. Da ist noch einer. Die nutzen wir nochmal eben, damit wir uns voll aufheilen können. Das sind jetzt nur 4 Punkte, aber wir kennen das ja. 4 Punkte sind 4 Punkte. Sicher ist sicher. Da gehen wir überall nochmal irgendwann rein. Naja, wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht, ich weiß noch nicht. Hier ist ein Nest, da war ich sicherlich schon dran. Echt jetzt? Oh, da war ich schon dran. Ah, die schlafen da drin alle. Mal eben hier die den Baum da wegmachen. Etwas versetzt. Wie gesagt, ich bin gespannt, was da im Airdrop drin sein wird. Ich hoffe auf ein paar gute Mods, ohne dass es eine Schematik ist. War ich auch schon dran. Ey, ich bin ja schon überall schon mal lang gelaufen. Und ich würde ganz gerne irgendwie gerade mal die Axt da platt machen. Deshalb nehme ich mal eben die Dinger hier mit. Bringt uns noch ein bisschen Holz und macht die Axt dann so weit runter, dass ich sagen kann, ich kann jetzt mal reparieren hier. Ich bin ja so der Typ, ich mag das nicht, wenn da irgendwie was. Ich gehe da mit fast kaputten Sachen los und habe das Zeug im Inventar, um es zu reparieren und kann es nicht reparieren oder repariere es halt nicht, weil ich mir immer denke, ah, ist ja noch ein bisschen gut, ne? Ist auch nicht kaputt. Und dann, wenn du das brauchst, dann ist er kaputt. Jetzt aber, komm schon. Soll irgendwann kaputt gehen, das Ding hier. Ach, meine Steinaxt habe ich hier gescrapped. Falls ich jetzt meine Axt brauche. Leute. Ein Kriecher. Natürlich. Wenn ich gerade Eier finde, ist, finde ich ganz gut gerade. Das ist sehr, sehr schön. Ja, aus 1 mach 2 oder so weiter. So, hier muss doch irgendwo nochmal. Machen wir es jetzt nochmal.
Das treffe ich doch nie. Kein. Jetzt geht die Axt kaputt, pass auf. Ich wollte zum Airdrop, ne? Habe ich gesagt. So, 5 Fleisch hat's gebracht. Immerhin. 5 Fleisch mehr. Kann man nicht meckern. Leute. Komm, kommst du irgendwo raus? Hast du direkt wieder ein Zombie an der Backe kleben? Und ein Level up. So, das erste, was ich gesagt habe, ist, das mache ich jetzt auch. Oh, ich habe sogar 2 Punkte. Alles gut. Fortitude, well isolated. Kaufen. Okay. Well isolated, habe ich noch kurz Zeit für. Jetzt nicht mehr. Leute. Ich will jetzt verarschen. Was ist jetzt hier los? Muss ich jetzt wieder aufräumen oder was? Ich kaufe ein U. Habt ihr gehört? Also der bietet ständig U's an. Nur so zur Info. Falls jemand ein U braucht, ne? Einfach melden. So, Airdrops habe ich damit auch abgehakt. So, jetzt gehen wir nochmal auf Skillpunkte. Meine Herren, ey. So. In der Hoffnung, dass es jetzt besser wird. Ach, ich hätte mal vorher gucken sollen. Naja, wenn's. Im schlimmsten Falle waren es nur 5 Punkte. Oh. 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 Da gehe ich vorbei gucken. Das Gebäude sieht so aus, als ob es für mich interessant sein könnte. Das sind Gebäude mit Flachdach. Wobei auch die sind zu groß, glaube ich. Aber das ist ein Dungeon, glaube ich, ne? Hardware House, jawohl. Und Shotgun Messiah. Vielleicht auf dem Rückweg vom Airdrop, aber nicht mehr um die Uhrzeit. Verdammt. Die Uhrzeit habe ich vergessen. Das wird ein Dungeon sein. Da gehen wir auf jeden Fall mal rein, ey. Da gehe ich auf jeden Fall mal rein mit euch. Ein bisschen auf die Ausdauer sollte ich schon achten. Hier hinten geht es dann Richtung Airdrop. Genau, da muss ich lang. Okay, das kriegen wir hin. Da ist sogar noch ein Wasserturm. Das heißt, die Stadt geht hier sogar noch weiter. Das ist halt ein großes Städtchen immer. Schön. Man kommt drauf, sieht direkt ein Auto, kann man direkt looten. Passt. Ein Papier dran. Und jetzt. Aber hier. Hier oben. Pass auf, da finde ich jetzt einen dicken Helm oder sowas. Achso, hier war ja nichts. Oh oh. Nee. Okay. Dann finde ich hier einen kleinen Stein. Naja, auch nicht schlecht. Ich habe auch echt ein Auge für Nester heute. Aber irgendwie ruckelt es. Jedes Mal, wenn ich einen Loot-Container verlasse oder um die Ecke komme, ruckelt es bei mir gerade ein bisschen. Oder ist das Einbildung von mir? Wie gesagt, ich bin nicht ganz fit. Ja, wenn es danach geht. Das könnte auch Einbildung von mir sein. Ich würde sagen, ich höre doch noch ein. Habe ich noch Platz für den Airdrop? Ja. Gerade noch so. Also ich brauche Ausdauer dafür. Das wäre schon von Vorteil, wenn ich ein bisschen Ausdauer hätte, wenn ich da oben ankomme. Mahlzeit.
So, zwischendurch mal eine Snowberry essen. Kann man machen. So, selbst hier hinten ist. Oh, direkt daneben ist er gelandet. Ah, gut, dass er nicht da oben drauf gelandet ist. Er hätte hier noch echt Spaß gehabt. Hier noch oben drauf und hier noch rein. Da kommt schon der erste Kriecher, der mich gesehen hat. Was soll er mal kriechen? Ja, schön. Also die Städte sind. Das muss ich sagen. Da eine Apotheke. Oh, wie cool. Aber anders als früher sind die Städte echt schöner geworden. Ich glaube, ich sehe den Airdrop da links. Military Camp. Komm, Jungchen. Ich helf dir mal. Wobei das Wort Jungchen jetzt natürlich falsch war. Wissen wir ja selber. Finde es immer noch interessant, dass ich von hier aus das Auto looten kann. Wenn wir gerade mal hier sind. Das Wasser schnell erreichen. Nehmen wir mit und den Rest packen wir weg. So, ich gucke mir das da vorne nochmal ganz kurz an. Der hat mich auch gesehen. Also der Pfeil hat mir nichts gebracht. Er hätte den Kopf treffen müssen, damit ich dann sofort weg habe. So, hier ist auf jeden Fall, wie ich das gehört habe, wir sind auf jeden Fall Minen. Ja, das ist definitiv ein Militärcamp. Okay, ja, schlecht ist es nicht, ne? Da ist eine Mine. Und da ist eine Mine. Das ist keine, da ist eine. Ist das kein Zombie da vorne? Kann mich irren. Was rennt denn da dauernd rein? Ihn will ich reinrennen lassen in die Mine. Der soll mal schön kommen. Ja, ist gut. Genau so. Danke. Jetzt ist die wenigstens weg. Okay, ich habe keine Erfahrungspunkte dafür bekommen, aber die Mine ist hier weg. Da liegt noch eine, ich weiß. Alles gut. Wobei, wisst ihr was? Ist mir zu unsicher mit der Mine da. Drei. Vier. Was soll er nehmen? So, jetzt sollte hier eigentlich alles passen. Hier habe ich alles frei. Da ist die nächste. Ja, passt. So, hier kann ich raus. Wenn irgendwas ist, da kann ich raus. Wow! Hart! Irgendwas sagt mir, dass hier so eine Art Leichenverbrennung stattgefunden hat.
Cool. Diese Kämpfer, ja. Ach, ich habe keine Ausdauer mehr. Das ist doof, ne? So in die Hose gehen können. Hätte er mich erwischt, hätte ich dann gebrannt wahrscheinlich. Ich hoffe ja. Ich muss mich mal ganz kurz woanders hinsetzen. Naja, da kommt er langsam raus. Braucht eine Ewigkeit und 3 Tage. Was? Wirst du wohl? Ey, das ist geil. Klar, das ist kein Zombie war der hier. Das sieht gut aus. Wenn ich da hochgehe, kommt mir da oben einer entgegen, ne? Wow. Ein Waffensack. Ein Compound Bow drin. Flatsch. Flatsch. Die Tür war offen. Kann das sein? Na gut, der da hinten will noch raus. Den lassen wir mal rauskommen. Ich drehe derweil mal hier unten gemütlich eine Runde. Weil wir wissen ja, das ist alles noch dem alten Militärcamp irgendwie nachempfunden. Und dann könnte sein, dass hier unten natürlich irgendwo... Da könnte zum Beispiel eine Lootbox drin sein. Schade. Da hätte ich ganz gerne mal ein bisschen Drop von. Munitionbox. Munitionsbox. Nicht Munitionbox, sondern Munitionsbox. Komm schon. Da war ich jetzt gerade im Überlegen, welchen Knopf muss ich da drücken, um das Ding zu looten. Ist schon ein bisschen peinlich, wenn man sowas machen muss, ne? Nee, aber wie gesagt, ich bin halt ein bisschen nicht ganz bei der Sache. Da ist noch so ein Eisenhelm. Fifi. Ich brauche eigentlich jeden Schlag, um den wegzukriegen. Ist noch so einer? Den noch gibt. Oh, der ist weg. Der ist weg. Das ist gut. Kurz daneben getroffen. Schon wieder. Kurz geruckelt. Ach, wenn die Maus nicht rüber will, ey. Danke. So, der Feuerzombie ist da noch drin. Aber haben wir gleich. Uhrzeit geht noch. Natürlich muss ich irgendwann nochmal zurück. So, die Runde müsste dann hier beendet sein, ne? So, Stacheldraht. Feuerzombie ist da drüben drin. Cool, das Ding zerspringt ja richtig. Wow. Aber wenn nur was drin war, hat er es zerkloppt. So, jetzt. Die Frage, die ich mir stelle, kann man diese Dinger... Oder will man die Dinger aufklopfen? Haha! Haha! Ja, brennt schön. Toll.
Ah, ich dachte, der hat das Feuer den letzten Schlag gemacht, aber hat's ja gar nicht. Das ist nett, dass du mir mal Pfeilbilder bringst. Danke. Und du bringst ja auch mal Pfeilbilder ab. Das ist aber so lieb, Leute. Das müsst ihr doch nicht machen. Hier cooler. So, hier scheint noch irgendwo ein Sleeper drin zu sein. Ja, da ist er. Und da auch. Eieiei. Oh, und da auch. Jetzt aber raus hier. Was bist du denn für eine Ärztin? Keine Ausdauer mehr. Hat zum Glück nicht getroffen, ne? Und noch ein. Okay. Schade, kein weiterer Loot. Naja, okay, egal. Passt schon. Wieder Pillen, das ist gut. Noch mehr Pillen, das ist auch gut. Mhm. Also wenn ich die Leichensäcke gleich draußen aufkloppe und da ist was drin, dann wird das immer lustig heute. Dann wird das immer lustig. Was habe ich eigentlich im Airdrop gehabt? Außer Essen. Nix, ne? Ja doch, ein bisschen hier. Das, ja, okay. Also, man kann sagen, die Airdrops lohnen sich nicht. Meiner Meinung nach. Oh. Zwei Seiten. Oh, das ist natürlich... Das ist natürlich... Was war das? Ich brauche ein bisschen Platz. Wie sieht's mit Essen aus? Essen geht. Trinken geht auch. Also essen wir hier die Dosen. Ich hoffe, dass ich keine Lebensmittelvergiftung kriege. Ich habe leere Dosen am Mann. Die können wir direkt mal scrappen. Die bringt hier nur Essen, wenn ich das richtig sehe. Ja, das war's. Und die bringt nochmal... Ne, die bringt auch nur Essen. Nee, auch Wasser. Okay. Dann würde ich die auch nochmal essen. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz am Mann. Old Share. Können wir auf jeden Fall scrappen. Chrysanthemum Seed. So, hoffentlich kriege ich keine Vergiftung jetzt. Da. Drink. Achso, Drink ist das nur. Alles gut. Wasser. So, dann bin ich nicht mehr so proppe überladen. Ich muss ein bisschen auf die Uhrzeit achten hier. Aber das Ding hier looten wir noch. So, daraus mache ich mir direkt eine Bandage. Dann haben wir eine mehr. Da gibt es nichts. Da unten gibt es so eine kleine Handtasche. Ja, haben wir schon am Mann. Da ist noch was. Oh. Irgend so ein Special Drink. Hier ist nichts mehr. Bierkuhle. Ich wollte sagen, bei meinem Glück. Schade. Ja, komm, geht. So, ich hack jetzt einmal so ein Ding hier auf. Mal gucken, was da rauskommt. Gammelfleisch. Und Scrap Plastic. Ganz ehrlich. Wenn ihr mir jetzt sagt, es gibt hier noch irgendwas zu holen, würde ich da weitermachen. Nach dem Motto, Geheimversteck unten drunter oder sonst irgendwas. Aber ich finde das gerade mehr als nur eklig und lass es daher. Ich drauf. Da
Ach, was ist da vorne? Zumal ich auch gleich wieder los muss, ne? Wissen wir ja. Boah, ich habe echt gedacht, hier ist jetzt ein Zombie, der in der Ecke steht. Puh, hab ich mich verjagt. Ja, der hatte Zombie aber echt gut Spaß gehabt, ja. So, ist hier sonst irgendwas? Nee, ne? Das sind die beiden Türmchen gewesen. Das Teil ist es gewesen. Wo steht mein Woodframe? Da vorne muss ich hin. Alles klar. Komm, dann gehen wir auch da wieder raus. Bah, ey, Leute, ich geh's. Pfui, Deivel, ey. Da ist die Mine. So, hier können wir raus. Okay. Ich würde mich dann, Moment, den Drop erstmal von der Map löschen. Sonst vergesse ich das Ding wieder. Dann in Richtung Heimat begeben. Das ist dort. Genau. Und da laufen wir jetzt auch nochmal eben zusammen hin. Weil ich mich von da dann auch eigentlich direkt auslogge. Wieder. Und ich will jetzt nicht außerhalb der Aufnahme so ein bisschen... Ne, wisst ihr, das macht dann, das ist... Na? Kommst du zu mir? Nee, kommt nicht zu mir. Aber da vorne ist scheint auch ein Minenfeld zu sein. Nee, er kommt nicht zu mir. Gut zu wissen. Jetzt hier direkt durch? Ja, ich kann ja nicht direkt durchrennen, ne? Dann mache ich das auch. Hier Mais. Brauche ich gerade noch Mais? Die andere Frage ist, habe ich Zeit, Mais mitzunehmen? Nein. Entschuldigung. Ich habe einen Geier über mir. So schön es auch ist, aber ich werde... Nee. Stuhl, Stuhl, Stuhl da. Den muss ich scrappen, sonst bin ich wieder viel zu langsam unterwegs. Ich meine, ich bin jetzt schon viel zu langsam unterwegs. So, gleich ist es soweit. Gleich rennen die Zombies. Dann heißt für mich... Oh, Kartoffeln. Ah, oh, geil. Aber wir wissen jetzt, dass es hier Kartoffeln und Mais gibt. Da müssen wir noch wiederkommen. Ja, Kartoffeln würde ich schon ganz gerne mitnehmen. Mal eben ein paar gebackene Kartoffeln für zwischendurch machen. Kannst du nicht meckern, ey. Im schlimmsten Falle ein paar gebackene Kartoffeln, ne? So, im schlimmsten Falle. Die kommen so um die 50 raus, wenn du das einmal richtig machst. Ja, das Ernten geht mittlerweile schneller. Man merkt's. Dieser Geier geht mir so auf den Sack. Liter 49 plus da hinten noch ein paar. Klasse. Jetzt schnell den Knüppel wieder runter. Und einmal kurz essen. Die Dose kann ich auf jeden Fall noch mal knabbern. Ist der ein Taschenplatz mehr. Das bringt's. Glaub mir. Das bringt's. Ich könnte eigentlich auch mal einen Dreierknüppel machen, fällt mir gerade ein. Da hätte ich ihn jetzt gar nicht reparieren müssen. Nee, komm, lass. Vorne ist schon wieder ein Zombie irgendwo.
Wie weit haben wir es denn noch? Ja, ist doch ein Stückchen, ne? Ja, ich sehe schon. Die ersten Biomswechsel kündigen sich wieder an. In der Wüste ist es teilweise ein bisschen heller, ist mir aufgefallen. Passt schon. Ah, den Müll am Straßenrand, den nehmen wir auf jeden Fall noch mit hier. Gut, Nägel hätte ich jetzt auch gebraucht, aber ich habe jetzt schon die Iron-Dinger da, die Eisendinger nicht gescrapped. Wenn ich jetzt noch die Nägel mitnehme, dann bin ich irgendwann komplett neu beladen. Natürlich jetzt auch nicht. So, wieder eine 30-Minuten-Folge geworden, wie ich sehe. Also ich würde einfach schon mal, wenn ich jetzt sage, es passiert nichts mehr, weiß ich, dass was passieren wird. Aber ich sag einfach mal, ich verabschiede mich schon mal von euch. Wir sehen uns morgen wieder zur nächsten Folge. Die Session werde ich wahrscheinlich dann gestern für euch gestern aufnehmen. Und dann... ich wollte noch zum Händler. Ich weiß, dass der Händler jetzt am Tag 10 Restock hat. Das heißt, der hatte gerade erst Restock. Ich weiß nicht, ob er noch was Ordentliches hatte. Auf jeden Fall möchte ich nochmal die Händler-Quest weitermachen. Mal gucken, wie ich besser gehe hier. Ich will jetzt nicht durch die ganzen Täler da gehen. Ach, das ist wieder kein Müllsack. Das ist wieder hier Holz. Ich lerne es auch nie, ne? Okay, da unten springt ein Zombie wie so ein Irrer. Wie viele sind das? Zwei sind das. Guck mal, ob ich den auch noch krieg. Okay, der bringt mir auch mal Pfeil zurück, das ist auch sehr gut. Mein Vorteil ist, wenn die hier rauf gerannt kommen, sind die etwas langsamer. Komm Junge, ich habe Schaden bekommen. Also Geier. Greif mich an. Ja, will er nicht, ey. Will er wieder nicht. Ich verstehe die Geier manchmal nicht, ne? So. Aber wir sind gleich zu Hause. Aber wie gesagt, ich verabschiede mich jetzt schon mal. Ich sag's gerade nochmal, ich weiß. Aber, hey, komm. Hier hinter noch. Und sobald ich zu Hause bin, bin ich auch raus. Also, ne? Ihr Lieben, ihr wisst Bescheid. Morgen dann die nächste Folge. Wie immer. Und, dementsprechend wünsche ich euch einen guten Wochenstart. Da vorne sind wir schon. Wenn jetzt noch keine Wanderhorde rumflaucht, wie gesagt, dann bin ich komplett raus. Also, wie gesagt, bis dann, mach's gut und bis morgen. Tschüssi.